An dieser Stelle, wo ich mich hier befinde, stehe ich eigentlich 3,50 Meter unter Wasser. Denn wenn diese Zwischenhaltung zwischen diesen beiden Schleusenkammern fertig geworden wäre, würde hier der Wasserstand auf 95,90 Meter normal über Null befinden und somit meinen Kopf um gut 1,20 Meter überragen. Diese Betonpfeiler zur rechts und zur linken Seite sind die angefangenen Brückenwiderlager dieser Straßen- oder Kanalbrücke Nummer 2 für die Straße von Kriegsdorf nach Wüstenholz. Und dieser kleine schwarze Strich dort verdeutlicht die Höhe von 95,90 Meter über normal Null. Das wäre dieser Wasserstand gewesen, wenn diese Zwischenhaltung fertig geworden wäre. Im Hintergrund zwischen den Kammermauern und dieser Straßenbrücke, was dort fehlt, das ist dieses gesamte Unterhaupt dieser oberen Schleusenkammer. Bis zum Baubeginn oder bis zur Baueinstellung 1943 wurde dieses Unterhaupt nicht mehr fertig. Man hat bis zum Einstellung der Bauarbeiten Februar 1943 nur das Oberhaupt und die Kammerwände sowie auch die Brückenwiderlager erstellt. Eine Fertigstellung von diesem Höhenunterschied, sowohl zwischen Saale als auch Kanal, als auch eine Fertigstellung dieser fehlenden 7,55 Kilometer, wäre für die ganze Region Mitteldeutschland, explizit Halle, Merseburg, Leipzig, sehr von Vorteil. Gerade durch die neuen Seen, die im Süden von Leipzig entstehen, Kosbundener See, Markranstädter See, entsteht im Süden von Leipzig unheimlich viel Wasserfläche, die zwar zunehmend genutzt wird, aber, ich sag mal vorsichtig, diese Nutzer kommen von diesem blauen Insel Leipzig nicht in die große weite Welt. Einzig sinnvoller Weg wäre über den angefangenen Saale-Elster-Kanal Richtung Saale. Alle anderen Wege, alle anderen Möglichkeiten sind eher kontraproduktiv. Und der Skipper ist ein eigenartiges Menschenkind. Der Skipper möchte mit seinem Boot im Wasser fahrend sein Ziel erreichen. Der Weg ist das Ziel. Und dieses Ziel könnte Leipzig sein.